Ist das nicht süß? Als Antwort auf den Lolcat-Hype im Netz lädt Los Angeles vergangenen Juni zur ersten internationalen Katzenmesse, der CatCon. Rund 10.000 Katzenfans tummeln sich ein Wochenende lang glückselig unter ihresgleichen. Nerd-Alarm. Diese Katzen habe ich alle selbst entworfen, gezeichnet, ausgedruckt und zusammengenäht. Ich wollte sie einfach nur auf die Wange küssen. Da hat sie das Weite gesucht. Erst fand ich es ziemlich peinlich. Aber ich wollte unbedingt auch mal andere Katzen-Nerds treffen. Das Programm der Miezenmesse reicht von Ausstellungen über Verkaufsstände für Tier und Mensch bis zu Begegnungen mit echten Lolcat-Stars und Diskussionen mit Catmania-Experten. Und wir schütteln nun dem Oberkater des Konvents das Pfötchen. 2012 veranstaltet Scott Stulen in Minneapolis erstmals das Internet Cat Video Festival, nachdem die putzigen Filmchen in Videoportalen ähnlich erfolgreich sind wie Pornos. Also Scott, wirklich, was für ein Vergleich. Nun, beides ist eine Leidenschaft. Inwiefern? Beide Genres haben eine riesen Fangemeinde. Es scheint, als würden die Leute das brauchen. Und die Filme sind wahrscheinlich deshalb so erfolgreich, weil man sie sich allein zu Hause anschauen kann, ohne dass jemand was mitkriegt. Doch allmählich werden Katzenvideos genau wie Pornos immer gesellschaftsfähiger. Insofern sind sie durchaus vergleichbar. Scotts Video Festival, auch das Cannes der Katzen genannt, lockt auf Anhieb um die 10.000 Besucher an. Und genau wie an der Croisette gibt es auch hier mehrere Kategorien. Dokumentarfilm, Komödie und sogar bester ausländischer Film. We took 7.000 nominations for this, had a team of 20 jurors cull through all of those. And in the end have 65 plus or so videos to show for you tonight. Auslöser der Lolcat-Welle ist 2007 die berühmte Keyboard Cat, die über 40 Millionen User betört. Seither stürmen die Stubentiger das Internet. Dank Scotts Festivals können heute Katzenfans ihre Lieblingsclips im Kreis der Familie auf der großen Leinwand sehen. Die Jury der Lolcat Oscars, die überall in den USA, aber auch in Irland, Österreich, Griechenland und Israel Nachahmer finden, besteht aus Usern, die ihren Favoriten mit der Golden Kitty auszeichnen. Dem goldenen Kätzchen. Hundehalter gehen in den Park, um andere Hundehalter zu treffen und sich auszutauschen. Katzenbesitzer können das nicht, weil Katzen ans Haus gebunden sind. Und so ist das Internet zu ihrem Katzenpark geworden. Das hat diesen Hype beflügelt. Kein anderes Internetphänomen hat sich so viele Jahre gehalten wie die Lolcats. Aber Katzen haben ja bekanntlich neun Leben. Das ist absolut außergewöhnlich. Dieses Ding ist irgendwie anders, hartnäckiger. Und ich bin überzeugt, der Stern der Lolcat-Stars wird noch lange nicht untergehen. Und das ist der erste Golden Kitty-Preisträger. Festivalmitbegründer Will Braden. Der zweite Teil seiner Internetserie Henri Le Chat Noir, eine Mischung aus Stummfilm und Nouvelle Vague, beschert ihm über 20 Millionen Klicks und die begehrte Trophäe. Encore, j'ai appris quelques petites choses. La crème fouettée dans la salle de bain n'est pas la crème fouettée. Nous ne pouvons pas nous échapper. Parfois, la porte du chat est fermée. Ich gebe zu, mein Französisch ist furchtbar. Aber das ist ja Teil der Komik. Manche Leute sagen, die Katze kann ja gar kein Französisch. Natürlich nicht, das ist nur ein Film. Auf der CatCon gibt es sogar Gothic-Katzen. Hier mutieren die eigentlich süßen Miezen an den Messeständen zu makabren Kunstwerken. Für ihren 2014 erschienenen Bildband Metal Cats hat die Amerikanerin Alexandra Crockett 115 Rocker zusammen mit ihren Schmusekatzen fotografiert.
Katzen haben ihren eigenen Kopf. Sie kümmern sich um nichts und sind sehr unabhängig. Der Reiz an meinem Bildband ist der Kontrast. Diese tätowierten Kerle in Lederjacke, die mit ihrer Katze kuscheln und sie Prinzessin oder Baby nennen. Scott Stulen steckt inzwischen mittendrin im Katzenrummel. Ob als Lolcat-Historiker oder Kurator, er ist selbst ein Szenetiger. Or at times where I can tell you internally inside of the institution, I feel a little bit more like this. Hunde legen sich vor der Kamera mächtig ins Zeug. Katzen überhaupt nicht. Sie sind mehr wie wir, weswegen wir ihnen so gern menschliche Züge andichten. Sie können zwar richtige Clowns sein, aber das tun sie nicht für uns. Und das gefällt uns. Sie sind eben wie Menschen.